Der Redner hat der Kollege Oliver Krische von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man muss hier noch mal klar sagen, worüber wir hier reden. Es geht um 10.000 Menschen, die in Deutschland jedes Jahr vorzeitig sterben, weil wir zu hohe Emissionen aus dem Verkehrssektor haben. Und ich finde, jede Bundesregierung und jeder Minister dieser Bundesregierung müsste alles Notwendige tun, damit diese Zahl zurückgeht. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Darum müssen wir uns kümmern. Und da kann ich bisher sehr, sehr wenig feststellen von dieser Bundesregierung. Und das muss einfach mal klar gesagt werden. So, und dann Herr Müller. Sie haben eben gesagt, die Stickoxidemissionen in Deutschland seien seit 1990 gesunken. Ja, sie sind gesunken. Aber nur auf dem Papier. In der Realität sind sie gestiegen, weil die Fahrzeuge eben das nur auf dem Rollenprüfstand einhalten. Und wenn sie draußen auf der Straße in den Innenstädten fahren, steigen die Emissionen. Das ist genau das Problem. Und dass Sie das immer noch nicht kapiert haben, dass Sie hier das Weiter des Märchens des sauberen Diesels erzählen, das zeigt einfach, dass es immer noch nicht angekommen ist, wo das Problem ist, meine Damen und Herren. Und ich sage an der Stelle, das Problem, dass wir diese hohe Stickoxidbelastung in deutschen Städten haben, das ist ein Problem, das das Verkehrsministerium, das Alexander Dobrindt verantwortet, weil der hätte in der Vergangenheit jede Möglichkeit gehabt, genau das abzuändern, zu überprüfen, auf die Hinweise einzugehen. Und das, meine Damen und Herren, hat er nicht getan. Und damit trägt er die politische Verantwortung dafür, was dort passiert. So, und Frau Hendricks, ich bin ja ehrlich gesagt hier hingekommen, um Sie zu loben, weil ich fand es gut, dass Sie, die 16 Umweltministerinnen und Umweltminister der Länder, übrigens parteiübergreifend, da sind sogar zwei der CDU bei, also es gibt sogar, war mir gar nicht klar, es gibt sogar eine CSU-Umweltministerin, ich dachte, in Bayern haben die sowas gar nicht, aber dass Sie die unterstützt haben, weil nämlich in dem zuständigen Ressort in der Bundesregierung nicht gehandelt wird. Das war in Ordnung. Jetzt höre ich von Ihnen hier, dass Sie sagen, ach ja, der Herr Dobrindt macht schon seine Arbeit. Meine Damen und Herren, wir müssten nicht über eine blaue Plakette reden, würde Herr Dobrindt seine Arbeit machen. Das ist die Wahrheit. Und dass Sie sich jetzt vor den stellen, lässt mich daran zweifeln, dass Sie tatsächlich ernsthaft was machen oder dass es wieder nur eine Shownummer ist. Man hat mal gefordert und am Ende setzt sich der Kabinettskollege Verkehrspolitik durch. Das kann nicht sein. Es muss endlich an der Stelle vorangehen. Und ich finde es gut, dass die Umweltminister 32 Punkte beschlossen haben. Eine davon ist die blaue Plakette. Und man kriegt ja ein Déjà-vu. Weil die gleiche Debatte, dieses Gepöbele, was Herr Dobrindt da jetzt wieder angefangen hat, von wegen, das sei mobilitätsfeindlich und das wäre alles eine soziale Frage, die gleichen Debatten haben wir geführt beim Katalysator, beim Rußfilter, bei der grünen Plakette. Und am Ende ist es gemacht worden, weil es notwendig ist und es hat die entsprechenden Erfolge beim Feinstaub gebracht. Und deshalb werden wir hier an der Stelle auch darum machen. Es geht doch nicht darum, dass man Autos auf den Städten verbannt, sondern es geht darum, das sagt auch die CSU-Ministerin aus Bayern, Herr Kollege, es geht darum, dass Kommunen endlich ein Instrument an die Hand kriegen, damit sie, wenn es bei ihnen wirklich über die Grenzwerte geht, handeln können. Das ist der Punkt und da macht das absolut Sinn. Und wenn Herr Dobrindt seinen Job machen würde, erledigt sich das Problem von alleine, dann brauchen wir gar keine blaue Plakette. Und wie wenig Herr Dobrindt seinen Job macht, möchte ich an einem aktuellen Beispiel mal zeigen. Die Automobilunternehmen in Deutschland, die sagen ganz offen, unter 10 Grad Außentemperatur wird die Abgasreinigungseinrichtung in den Dieseln abgeregelt, ganz oder teilweise. 10 Grad Außentemperatur, wir haben in Deutschland eine Durchschnittstemperatur von 10 Grad. Das heißt, 6 Monate im Jahr funktionieren diese Abgasreinigungseinrichtungen nicht. Und wir haben den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt, der sagt uns glasklar, das ist mit EU-Recht nicht vereinbar, das ist illegal. So, jetzt frage ich den Herrn Dobrindt und sein Ministerium, was tut denn die Bundesregierung da eigentlich? Wie ist man da aktiv? Und wissen Sie, was die Antwort ist? Gestern hier gegeben?
Man habe sich damit noch nicht beschäftigt. Man müsse das sich jetzt mal angucken. Meine Damen und Herren, Frau Hendricks, da, wenn Sie sich mit solchem Verhalten eigen machen, dann verlieren Sie jede Glaubwürdigkeit, dass Sie diesem Thema auch etwas machen wollen. Der Kollege Dobrindt will nicht aufklären, er will die Probleme aussitzen. Und da erwarte ich von Ihnen, dass Sie Ihre Rolle als Umweltministerin ernst nehmen und nicht nur draußen sagen, wir müssen etwas tun, sondern sich endlich mal auch mit Ihren Umweltministerkollegen in den Ländern gegen den Herrn Verkehrsminister durchsetzen. Das ist die Herausforderung. Und was wir brauchen, das meine Bemerkung zum Schluss neben Aufklärung und Transparenz. Wir brauchen endlich nachhaltige Mobilität. Wir brauchen eine Verkehrspolitik, die Umweltprobleme und Klimaschutz berücksichtigt. Wir brauchen Elektromobilität. Wir brauchen tatsächlich auch Technologien. Wir brauchen den ÖPNV. Alles das, heute Morgen haben wir das beim Flugverkehr diskutiert, alles das findet sich in diesem Verkehrsministerium nicht. Das geht ausschließlich in die falsche Richtung und das ist eine falsche Politik. Und ich habe inzwischen die Hoffnung aufgegeben, dass in diesem Verkehrsministerium noch einmal wirklich der Mut kommt. Frau Hendricks, ich würde mich freuen, wenn Sie sich durchsetzen, aber nach Ihrem heutigen Redebeitrag bin ich noch skeptischer geworden. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächster Redner.